Moin moin Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen News-Video hier auf diesem Kanal. Es ist wieder Freitag und wie immer hat der liebe Snat ein neues Video rausgebracht. Heute stand das Video ganz im Zeichen von Signalisatorenfragen, dem neuen Ausrüstungssystem, dem neuen Waffensystem und noch ein paar kleinen UI-Änderungen. Die schauen wir uns natürlich jetzt alle im Detail mal an. Ich bin der Chucky, danke fürs Einschalten und nach dem Intro geht's los. Zuerst zu den Signalisatoren. Wie ihr wisst, werden die jetzt langsam ausgefasst. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, wie auf der Map jetzt mit dem Rechtsklick Marker gesetzt werden können, sodass die Signalisatoren per se überflüssig werden. Dies beschreibt es auch weiterhin im Video. Es ist nur so, dass diese Signalisatoren natürlich auch in Rezepten verankert sind, beispielsweise für Gewehrpatronen. Und da wird auch daran gearbeitet, dass sich diese Rezepte ändern. Snat vermutet aber nicht unbedingt einen großen Einfluss aufs Spielgeschehen, da das meist Rezepte sind, die ihr eh an der Werkbank hergestellt habt. Eine Ausnahme gibt es jedoch, und zwar das eine Uranstab-Alternativrezept. Dort werden Signalisatoren mit verbaut. Dieses Rezept wird sich zu Update 6 aller Voraussicht nach nicht ändern, sondern erst später. Wann, kann Snat leider noch nicht sagen. Beacons oder Signalisatoren an sich kannst du weiterhin ausrüsten und auch tatsächlich mit rumlaufen, aber wenn du sie dann platzierst, verschwinden sie. Die werden dann quasi in deiner Map als Marker angezeigt und dort kannst du sie auch wieder löschen. Ressourcen gibt es dabei jedoch nicht zurück, weil Marker ja nun mal umsonst sind. Viele Leute haben darauf gewartet, das Ausrüstungssystem wird überarbeitet und zwar extrem. Wir bekommen jetzt einen Headslot, einen Bodyslot, gut, den haben wir schon, Rückenslot. Beine, Hände, das ist alles jetzt neu in diesem Update 6. Das bedeutet, du kannst die Gasmaske ausrüsten und das Jetpack. Das haben sich ja viele gewünscht, weil es ja einfach sonst immer sehr umständlich war, dann an solche Orte zu kommen, um immer alles auszuwechseln und. Möglicherweise ist es auch möglich, dass wir den Schwebrucksack und vielleicht den Strahlenanzug tragen können. Strahlenanzug so als Bodyteil, Schwebrucksack für Rücken. Man weiß es nicht. Snat sagt aber auch, dass das gesamte Spiel oder die Ausrüstungsgegenstände an sich darauf ausgelegt sind, dass es nur einen Bodyslot gibt, sodass die Kombination von beiden tatsächlich sehr OP sind. Das wird so wahrscheinlich nicht bleiben. Das wird jetzt nach Update 6 erstmal so sein, aber die gucken sich das nochmal an und werden wahrscheinlich nochmal die Ausrüstungsgegenstände balancen. Eine andere Neuerung ist, dass man jetzt H drücken kann und die Sachen polstern, also wegstecken, die Kanone oder was auch immer du gerade in der Hand hast. Für mich einmal nur richtig gut für Screenshots. Reden wir jetzt mal über das neue Waffensystem bzw. die neuen Munitionsarten, die es jetzt gibt. Wir fangen an mit der Amir-Pistole und übrigens, ihr hattet ja vielleicht, wenn ihr Fixmas mitgemacht habt letztes Jahr, da konntet ihr die Schneebälle haben. Die Schneebälle konntet ihr dann wechseln mit dem Nobelisten, also die verschiedenen Munitionsarten, entweder den Schneeball oder den normalen Nobelist. Dieses System war schon so ein kleiner Teaser auf das, was jetzt kommt, auf diese neuen Munitionsarten. Reden wir zuerst mal über die Amir-Pistole, Rebar Gun, und die hat ein paar neue Munitionsarten. Und zwar haben wir ganz normal den Standardschuss Iron Rebar, ne? Aus Eisenstangen kennt ihr. Und dann haben wir Stun Rebar. Der Name sagt schon, ja, damit kann man halt Tiere lähmen. Ja, die macht wenig Schaden, lähmt die Tiere dafür, ist super zum Fliehen und so weiter. Dann gibt es die Shatter Rebar Munition. Könnt ihr euch vorstellen wie so eine kleine Schrotflinte, ja, die ganz viele kleine Rebars verschießt. Im Gegensatz zu vielleicht First-Person-Shootern oder so, nimmt der Schaden nicht über die Distanz ab, sondern der Schaden wird durchaus geringer ausfallen, aber nur, weil diese kleinen Rebars sich auf ein größeres Gebiet verteilen und deswegen weniger Schaden machen. Dann habe ich gesehen, dass diese Rebars werden wahrscheinlich mit Quarzkristall plus die normale Munition gemacht. Also da gibt es ja auch neue Rezepte natürlich. Und am Ende, die vierte neue Munitionsart, ist der Explosive Rebar. Also ein Schuss, der dann explodiert. Richtig cool. Ich weiß nicht, wie man das zusammen oder wie man das herstellt, aber damit kann man natürlich extrem gut mal so ein paar Bäume, Büsche oder was auch immer dann wegballern. Als nächstes im Fokus das Gewehr. Gleich vorweg, da gab es erstmal so ein paar Änderungen. Und zwar die Gewehrmunition wurde im Stack Size erhöht von 100 auf 500 und man kann jetzt anstatt von 10 Schuss 15 reinladen, zumindest für die normale Munition. Es gibt aber auch noch zwei andere Munitionsarten. Einmal die Turbo-Munition oder Turbo-Ammo. Ja, ist wie Maschinengewehr, ne? Kannst halt richtig durchziehen und einmal auf Rambo machen, wie Snat auch in seinem Video. Was mir aufgefallen ist, die hat 75 Schuss pro Magazin.
Dann gibt es neu die Homing Ammo, also zielsuchende Munition. Das sind so eine Smart-Projektile. Wer Cyberpunk gespielt hat, der kennt das vielleicht. Die Dinger, die suchen sich die Gegner automatisch, wenn ihr so grob in die Richtung zielt. Ne? Ist natürlich gut für, so sage ich mal, Einsteiger, die gar keinen Boxer haben, sich so mit dem ganzen Schießen da zu beschäftigen. Einfach ungefähr in die Richtung halten, ne? Abdrücken und dann wird er. Als nächsten Punkt die Nobelisken. Und da ist richtig was los, Leute. Weil die Nobelisken bekommen auch neue Munitionsarten. Und zwar Nummer 1, der Pulsnobelisk. Der schiebt die Gegner in einem Radius weg. Müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Art Druckwelle. Und den kann man auch nutzen, um tatsächlich sich quasi durch die Welt zu bewegen. Wenn du dich dann, wenn du kurz vorher hochspringst, dann schießt er dich auch noch ein Stück weiter hoch oder nach vorne, je nachdem, wo du in diesem Radius bist. Als die Rezepte eingeblendet wurden, habe ich gesehen, dass man den macht aus einem Nobelisken und einem Quarzoszillat. Als nächstes gibt es den Cluster-Nobelisk. Und der, ja, wie so eine Clusterbomben, ne? Kennt ihr das vielleicht? Der explodiert einmal und dann so noch viele kleine Bomben drumherum nochmal. Ne? Also eine etwas größere Fläche, die damit quasi bedacht wird mit Explosionen. Super, um halt einfach so Büschel, Bäume und so weiter zu clearen. Kein Problem. Dann gibt es einen Gasnobelisken, der ist noch nicht implementiert, sind sie noch gerade dran. Da zeigt es nur so ein paar Bilder. Der erschafft ein Gas, das regt die Fauna an zu flüchten, also die Tiere, wenn die das atmen oder was, dann rennen die weg. Naja, whatever so, ne? Ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, ob ich das jetzt brauche, weiß ich nicht. Und zum Ende den Nuke-Nobelisk und da kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das Video an, das verlinke ich auch nochmal oben oder blende es hier ein. Snut hat sich da wirklich sehr große Mühe gegeben, wirklich sehr witzig animiert und gemacht. Ist natürlich eine derbe Explosion, Nuke, ne? Atomar, Explosion, richtig groß. Wenn ihr das jetzt im Video bei Snut seht, dann einfach diese Explosion ist noch nicht final, die Animation. Da wird sich noch einiges ändern, die soll noch ein bisschen epischer werden. By the way, Snut hat da gerade Final Fantasy 10 Stunden Soundtrack gehört, ne? In diesem kleinen Video, was er da ja, dann einblendet. Und ja, das ist das zu den Nobelisken. Abschließend, liebe Leute, die UI-Änderungen. Da gibt es ein paar Quality-of-Life-Features, die ich wirklich sehr begrüße. Zum einen, wenn du jetzt über die Munition rüber hoverst mit der Maus, wird der Damage eingeblendet. Also im Sinne von, ne, macht es viel oder wenig Schaden. Das ist so eine Anzahl von 5 Balken. Je mehr die Balken natürlich ausgefüllt sind, umso mehr Schaden macht es. Man sieht hier auch in so einem Rezept, dass Nobelisken vermutlich auch aus Biomasse gemacht werden können. Wobei, ich glaube, das ist der Gasnobelisk, der da irgendwie hergestellt wird. Keine Ahnung, jedenfalls wurde der Codex auch geändert. Man kann Rezepte ausklappen und sieht mehr Infos, wie zum Beispiel jetzt, wie viele Items pro Minute, wie lange dauert ein Herstellungsprozess. Das ist ja immer so, da steht dann ja, da sind 5 die Minute, aber vielleicht macht er ja quasi pro Minute einen Herstellungsprozess. Also ja, das steht man da alles da, es nennt sich Cycle-Dauer oder Herstellung pro Cycle. Jetzt kann man auch im Codex direkt berechnen. Ne? Man kann direkt angucken, okay, beispielsweise ich habe hier 5, was war das da, Nobelisken und möchte nur 2 haben. Ne? Auf wie viel muss ich runtertakten? Jetzt kann man rechts sagen, gibt man dann die Anzahl ein, links sieht man die Taktfrequenz, aber auch umgedreht. Man kann auch sagen, okay, 200%, wie viel kommt dann raus? Das kann man alles direkt im Codex machen. Sehr gut, muss man jetzt nicht mehr externe Kalkulatoren bemühen. Und dann gibt es noch die To-Do-List-Änderungen. Auch nicht schlecht. Ja, jetzt kann man Notes machen, also sich so einen kleinen Merkzettel schreiben. Das kann man privat machen, kann man aber auch einen öffentlichen Merkzettel haben. Kann den Text so ein bisschen formatieren. Alles in allem super, um sich im Multiplayer ein bisschen besser abzusprechen. Und ja, generell sieht man da ja sonst keine weiteren Änderungen. Liebe Leute, das war's für heute. Für mich ganz kurz zusammengefasst, das Video auf Deutsch. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen. Noch kurz was in eigener Sache. Wenn ihr das hier seht, läuft wahrscheinlich gerade mein 12-Stunden-Stream auf Twitch. Wir feiern so ein bisschen Twitch-Partner, Abos und Follower auf YouTube und all das. Kommt gerne vorbei. Community Games, wir spielen ein bisschen Satisfactory, wir machen dies, wir machen das. Lohnt sich. Auf jeden Fall, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Sonntag oder Samstag. Samstag, ne? Samstag. Macht's gut, ihr Lieben. Euer.